Und damit herzlich willkommen zu Let's Talk About VBT 2018. Wir sind schon im 64. Finale und da gab es einige ganz nette Battles, die wir uns heute angucken. Bei mir ist wieder der gute Scott, dem gerade irgendwas runtergefallen ist. Nee, nee, nur umgefallen. Umgefallen ist. Ja. Wir gucken uns das erste Battle an. Es ist wieder Illflow, diesmal gegen Michael Dope. Und ich habe es tatsächlich, also ich nehme ja so ein Battle meistens wegen einer Runde rein. Und ich habe das diesmal tatsächlich wegen der Michael Dope Runde mit reingenommen, weil ich die ziemlich krass geflowt finde. Ja, ich denke mal, du hast das Battle noch nicht gesehen, oder? Ich habe leider dieses Mal im 64. gar nichts gesehen, Oh, du hast also. bis jetzt gar nichts gesehen. Da bin ich mal auf deine Reaktionen gespannt zu den Battles, die ich so rausgesucht habe. Okay, Ja. gut, dann schauen wir mal. Die Runde von Illflow. Viertelfinale gegen Michael Dope. Zum Rapper taugt der Typ so viel wie zu einer Fitness-Ikone. Da krieg ich selbst als Dicker das Bedürfnis, Dicke zu dissen. Das heißt, ich reale an Mike. Ey, du hast richtige Titten. Hab deine VR3 gesehen und hab mich dabei gewundert, warum der Track, der läuft nicht zu den Bewegungen von deinem Mund passt. Synchrofehler, Michael hat die Texte nicht gelernt. Von wegen NWA, du nimmst das Rappen nicht mehr ernst. Doch eine zweite Frage tat sich mir beim Angucken auf. Neben der Feststellung, der Typ ist ja ein ganz schöner Lauch. Nämlich die Frage, warum du dauernd eine Sonnenbrille trägst und ganz am Ende hab ich letztlich deine VR1 gesehen. Und dann war mir alles klar, jetzt kriegst du Props für die Brille. Ich meine, du kannst hier nichts dafür, dass du so ein Fotzengesicht bist. Doch du versuchst wenigstens gerade deine Fresse zu verstärken. Lass es besser mit dem Lappen, dafür bist du echt zu hässlich. Okay, das war die erste Strophe. Also, was mir auf jeden Fall im Kopf geblieben ist, sind die fetten Lines, auch wenn, ja, das werden wir sehen, ob das wirklich so übertrieben ist. Weil ich meine, er ist ja jetzt auch nicht der Schmalste. Er hat es aber, gut, er hat es auch erwähnt, dass er nicht der Schmalste ist, aber trotzdem. Dann natürlich die Line, dass er seinen Text nicht auswendig gelernt hat, beziehungsweise dass er eben nicht lippensynchron ist in den Videos. Okay, das werden wir dann auch sehen. Das ist immer so, wenn man die Runden vorher nicht gesehen hat, ist es immer schwer, das wirklich so als Gegnerbezug aufzufassen. Aber man muss ja immer davon ausgehen, dass es so ist. Wir sind ja schließlich keine Juroren. Und dann zum einen ist mir noch das im Kopf geblieben, im Moment jetzt mit seiner Sonnenbrille, genau, also dass anscheinend irgendwie irgendwas mit seinen Augen, dass er komisch guckt oder dass er komische Augen hat, keine Ahnung. Das werden wir gleich sehen, wenn wir die Runde von ihm sehen. Ja, also bisher irgendwie alles gut unter Vorbehalt. Und der Vorbehalt, ja. Okay, gucken wir mal weiter. Tut wirklich alles für seine Aufmerksamkeit, weil dir dich selbst zu entblößen nicht nur durch VBT reicht. BMR, CBA, aber keiner signed dich. Du bist wie ein Co-Profiler und machst bei jedem Scheiß mit. Du bist der Vogel des Jahres. Du bist der Vogel des Jahres. Aber der ist gar kein Star. Aber der ist gar kein Star. Du hast einen komischen Namen. Du hast einen komischen Namen. Aber der ist gar nicht doof. Aber der ist gar nicht doof. Wir sind jeden Tag. Wir sind jeden Tag. Beim Gefieder im Zoo. Beim Gefieder im Zoo. Der Name McFly. Ey, und check das, der kommt nicht von irgendwo. Weil Michael keinerlei Ahnung hat, wie er klingt in seinen Runden. Hat dazu an einem Überfluss deine Hooks dann auch gesungen, alter Pütze. Da steht doch, dass du deine Runden selber mixt. Das heißt, du hast die Hooks gehört und dabei merkst du nix. Und dir gedacht, ey, das klingt geil, so wie es ist. Hey Michael, offenbar hast du nicht nur die Scheiße im Gesicht. Ich hatte kurz mit dem Mitleid und dachte, vielleicht hat der kleine Flöhe. Oder wieso zuckst du dauernd so auf Leistenhöhe? Ach so, nee, das war deine Choreografie. Ja, die passt zu deinen Lyrics und ist ähnlich kreativ. Durch deine Flow-Variation weiß ich, du sitzt auf der Hau und übst fleißig. Aber merkst leider, dass das mit Geist, Style von Hypen gleich vorbei ist. Also jetzt gib dir mal bitte wieder mit deinem wirklich Geld, denn ich find, dass du was lernen kannst. Wenn du schon fliegst, dann nimm bitte was mit aus dem Battle, wenn du sowieso keine Ehre hast. Denn deine Technik ist nicht mehr als irgendeine schwache Kopie von dem Hollywood-Hank. Und ich denk mir, du geil wieder irgendein Battle und irgendein möchte gern Wannabe-Fan. Yes. Du sprichst davon, dass du ja misanthropisch veranlagt bist. Aber meist hasst man am meisten, dass man leider nichts anderes ist als die Menschen, die man hasst. Du jämmerlicher Spast, 64. Finale, ich hab selten so gelacht. Okay, er macht sich über sein Flow lustig. Wobei ich jetzt schon sagen kann, Michael Dopes Flow ist dope. Naja, aber jetzt mal im Ernst, seine Runde ist flowlich auf jeden Fall meiner Meinung nach sogar besser als die von Illflow. Also würde ich das jetzt nicht als
Angriffsfläche sehen, wobei Ilflow hier schon einen sauberen Double Time gebracht hat, das muss man schon sagen. Man hat ihn schon gut verstanden. Waren die Flow-Variationen in den letzten Runden von Michael Dope nicht so dope? Und das kann sein. Also diesmal hat er extrem gute Flow-Variationen auf dem Beat. Auf dem Beat kann man auch mit dem Flow ganz nett variieren. Ja, was ist dir noch so im Kopf geblieben? Ich weiß, da war noch mehr, aber ich habe mir jetzt hauptsächlich hier das mit dem Double Time gemerkt. Ja, also ich fand den Double Time auch sehr gut. Er war auch verständlich soweit. Die Lines mit Hollywood Hank, dass er halt wieder nur eine Kopie ist und auf Menschenfeind macht. Ja, wenn er stimmt, möglich. Und ansonsten halt, dass Michael Dope nicht nur seine Part-Scheiße gerappt hat, dann auch noch die Hook-Scheiße gesungen. Ach ja, genau. Auch noch gemixt hat, das nicht gemerkt hat, wie scheiße alles ist und hat die Scheiße nicht nur im Gesicht. Wobei ich da auch jetzt wieder sagen muss, also er singt in seiner 64-Runde auch wieder ein bisschen. Ich finde es gar nicht so schlimm. Es ist jetzt nicht perfekt gesungen oder so, aber es ist jetzt auch kein schiefer Gesang, finde ich zumindest persönlich. Also mir gefällt das ganz gut, was er da gemacht hat. Also weiß ich, für mich trifft es persönlich jetzt nicht. Aber ja, das mit dem Double Time, okay, das könnte vielleicht noch ein bisschen treffen. Ja. Also den ersten Part fand ich eigentlich stärker, muss ich sagen. Da waren mehr Lines drin, die gepuncht haben. Ja. Gut. Da hat er sich halt mehr auf den Flow fixiert, glaube ich, beim zweiten Part. Ja, das stimmt. War halt diese Double-Time-Passage drin, da war nicht so viel Aussage drin. Und hier jetzt nochmal, um ein paar Worte zu der Hook zu verlieren. Also, ja, gefällt mir jetzt nicht so geil. Also ich finde, auf dem Beat kann man eine coolere Hook machen als das. Das ist irgendwie, das klingt halt so hingerotzt. So Hauptsache, ich habe eine Hook von diesem Gerd McFly und seinem Kumpel da. Der andere McFly, ich habe jetzt gerade seinen Namen nicht im Kopf. Weiß ich nicht. Also, klingt irgendwie so, als ob die sich dabei nicht so viel Mühe gegeben hätten. Ja, wirkt auf mich auch irgendwie so ein bisschen wie eine Tischbaumaschine. Ja, okay, gucken wir mal zu Ende. Du bist der Vogel des Jahres. Du bist der Vogel des Jahres. Aber der ist gar kein Star. Aber der ist gar kein Star. Du hast einen komischen Namen. Du hast einen komischen Namen. Aber der ist gar nicht doof. Aber der ist gar nicht doof. Wir sind jeden Tag. Wir sind jeden Tag. Beim Gefieder im Zoo. Beim Gefieder im Zoo. Der Name McFly. Ey, und check das, der kommt nicht von irgendwo. Yep. Ja. Also, ich muss wirklich sagen, verglichen mit der VR3, also es ist schon Punchline-mäßig deutlich besser als die VR3. Aber irgendwie ist es jetzt auch nicht so eine Runde, wo ich jetzt sagen würde, Alter, krass, heftig, brutal, ich weiß nicht. Es sind Punchlines drin, es sind noch mehr Punchlines drin als in seiner vorherigen Runde. Aber für mich ist es irgendwie jetzt nicht so das ultimativ zerstörende Megapaket. Ja. Ja, da bin ich auch mal gespannt, was der Michael Dope bringt. Und sind eigentlich die Bewertungen schon... Nee, noch nicht. Die Bewertungen kommen erst am Dienstag. Also wir haben heute leider noch keine Bewertungen. Wir können nur schätzen, wer das Battle gewinnen wird. Ja. War ja letztes Mal auch ganz interessant, welche Leute da dann rausgeflogen sind, der Philosoph. Ja, gut. Gucken wir mal. Cat Holiday. Holiday Cat, ja. Gut, ich muss aber dazu sagen, Holiday Cats Runde jetzt im 64. ist ein bisschen besser als, aber die habe ich auch nicht mit reingenommen. Also die ist jetzt auch nicht so ultra krass, aber ein bisschen besser als die letzte auf jeden Fall. Das sind Punchlines drin, sagen wir es einmal so. Ja. Aber gut, gucken wir uns mal Michael Dope an. Ey, selbst bei so einem hässlichen Scheißbeat, der labert der Lappen noch immer vom Beatgeschmack. Und wieder mal krieg ich so'n Spaß, der textlich nichts zu bieten hat. Kann sein, dass
das an Krankheitserregern liegt, das im Vergleich mit dir selbst ein Schlieber wie ein fucking Punchline-Experte klingt. Irrflow, ey, was mich wirklich interessiert, ist, ob dein Name sich mit Brechreiz oder Sprüches impliziert. Und es ist keine Geheimniskrämerei, dass du Mumie bald die 30er doch nie das 32. erreichst. Digga, du könntest behaupten, dass du in dem Battleflow nicht doper bist, doch auf allen anderen Ebenen wirst du von mir komplett totgefickt. Wenn du recordest, nimm doch mal die Verse aus deiner Booth, denn so eine Schimpfwörter hat rein gar nichts mit Hörgenuss zu tun. Alter, reden wir mal Tacheles. Fuck, du bist ein Schwappelchen, denn seit 2003 nicht mal der Wax des Bastian erkennt. Doch du hast weiter fleißig Parts gerappt und obwohl es bei Krankheiten so üblich ist, hast du nie wen mit angesteckt. Okay, das war der erste Part. Okay, ich muss schon sagen, seine Augenbrauen sehen ein bisschen komisch aus, aber es ist jetzt auch nicht so heftig schlimm, dass man kann ihn durchaus berechtigt damit fronten, aber es ist jetzt nicht so heftig. Gut, also Lines zu seinem Alter, okay, er ist bald 30, ja, okay, dann irgendwie noch, dass er ihn auf flowlicher Ebene vielleicht besiegen kann, aber sonst nirgendwo, und dass der Beat kacke ist und dass er keine guten Texte schreibt, beziehungsweise dass Sliver, der ja dafür bekannt ist, nicht so viele Punchlines in seinen Runden zu haben, gegen ihn wie ein Punchline-Experte wirkt. Ja. Das habe ich mir jetzt so gemerkt. Dann auch mit seinem Namen, dass das, ob das nun auf Logorol hinweist oder auf irgendwas anderes, fand ich auf jeden Fall gut Design. Achso, in Bezug auf Virus oder was, ne? Irgendwie so. Ja, Sprechdurchfall halt. Ja, ja. Oder ob er nun wirklich kotzt. Ja, und dann halt das mit der Krankheit, dass Illflow nie jemanden angesteckt hat. Ja, ich weiß nicht, wie seine Fanbase nun aufgebaut ist. Ich habe keine Ahnung, aber also generell flowlich finde ich die Runde bis jetzt schon besser als die von Illflow, muss ich ehrlich sagen. Also er hat so richtig coole Flow-Variationen drin. Also jetzt im ersten Part waren noch nicht so die Über-Punchlines, aber es waren schon gute Lines, die getroffen haben, durchaus dabei. Ja. Schauen wir mal weiter. Jetzt kommt nämlich die Hook. Und ich finde, die ist, wie gesagt, eigentlich solide gesungen. Jeder gibt einen Fick auf den Rap und das seit 15 langen Jahren. Yo, ich vergewaltige die Bitch und das wär besser für dich. Hängst du das mal künftig an den Nagel? Denn deine Attitude ist Mist, keine Verbesserung in Sicht und das seit 15 langen Jahren. Ey, yo, Punchline, nur so Texte in den Battle zu kicken, das ist nicht wirklich akzeptabel. Pussy, deine Parts sind wie der Backspeed hier, langweilig und knallen nicht. Deshalb wirst du von mir auch mit paar Punchlines in den Arsch gefickt. Verstörst die ganze Hörerschaft, muss ja echt scheiße sein. Manche Leute haben einen Frosch, du hast die Börse mal. Mich hier zu besiegen, das schafft Illflow doch nie. Denn deine Tracks verursachen beim Hören Misophonie. Ich bin ein dauerbreiter Überflieger, nutze nicht nur in deiner scheiß Fußballmannschaft. Bleibst du ein Außenseiter wie Flügelspieler. Rap gehört für solche Klappspaten verboten. Du sorgst nicht vom Platzverweis, doch hast die Arschkarte gezogen. Doch bei dem Match von dir würde ich auch keinen Schilling auf dich wetten. Denn du bist so fett, ich glaub, du hast dein Zwilling aufgefressen. In der Quali meinst du kannst alles, außer dein Gewicht halten, ist doch gar nicht schlimm, kein Mensch der Welt kann dein Gewicht halten. Fuck, du hast in deinem scheiß Leben bis jetzt nichts erreicht. Und was du damals im Vollspaß warst, darauf komm ich im dritten Teil. Okay, auch eine Punchline gegen sein Gewicht. Ich finde, die beiden sollten sich nicht gegenseitig mit fetten Lines fronten, ich weiß nicht. Aber grundsätzlich habe ich irgendwie die Runde stärker in Erinnerung. Vielleicht hat die mir auch nur so gut gefallen, weil sie sich so gut anhört, wegen der Flow-Variation. Mhm. Aber ich habe jetzt keine so krassen Punchlines entdeckt in dem Part, oder? Dass Illflow die Verse im Hals hat und kein Frosch. Ja. Ja, hat er das? Finde ich jetzt nicht so. Ja, doch. Ja, doch, also er klingt schon ein bisschen wie die Verse, wobei jetzt in der Runde hier auch wieder weniger, aber in der VR3 war das schon extrem. Da wusste man jetzt nicht, singt er, rappt jetzt die Verse, die Parts, macht Illflow die Hook oder ist es andersrum? Ich hab keine Ahnung. Okay. Es ist, in der VR3 war es schon extrem. Hier merkt man wieder, hat man wieder eher so
Influss eigenen Style gemerkt, aber vielleicht liegt das auch daran, dass die Verse nie auf solchen Oldschool-Beats gerappt hat, ich weiß es nicht. Zumindest nie bewusst. Na gut, hören wir uns mal den dritten Part an. Ach ja, und die, was sagst du zu Hook? Ja, also, er singt ja nicht viel und das, was er singt, ja, ist jetzt nicht besonders, aber halt auch nicht besonders schlecht, finde ich. Deswegen, also ich finde, ihn damit zu fronten ist so, ja, ich brauche jetzt noch irgendeine Angriffsfläche. Ja, deswegen sage ich, er kann nicht singen. Man muss jetzt nicht unbedingt singen, wenn man dann so singt, aber man kann es halt machen. Also ich finde es melodisch gesehen jetzt gar nicht so schlimm. Ich weiß natürlich nicht, was er jetzt in seinen Vorrunden so fabriziert hat, da ich wirklich von dem noch keine einzige Runde gesehen habe. Und wahrscheinlich, entweder wenn er weiterkommt, wahrscheinlich auch nicht sehen werde, weil der sieht mir wie einer aus, der normalerweise eher auf so Trap-Beats oder sowas rappt. Und wenn er sich schon hier über, ich finde den Beat übelst geil, ohne Scheiß. Wenn er dann schon sagt, der Beat hier ist kacke, dann weiß ich schon, auf was für Beats der normalerweise rappt. Nee, aber finde ich auf jeden Fall in Ordnung, der Gesang. Ja. Ja. Bringt Abwechslung rein. Okay, mach weiter. Ja. Jeder gibt einen Fick auf den Rap und das seit 15 langen Jahren. Yo, ich vergewaltige die Bitch und das wird besser für dich. Hängst du das mal künftig an den Nagel? Denn deine Erde. Du musst übrigens mal auf den Typen im Hintergrund achten. Der bewegt immer, der macht immer die gleiche Bewegung. Der bewegt immer seine Hände so komisch, so hin und, also von oben nach unten. Und dann immer mit dem, quasi mit seinem rechten Arm, beziehungsweise mit dem linken von uns aus gesehen, macht er dann so eine Hoch-Runter-Bewegung mit der Hand. Muss man drauf achten. Vielleicht ist es ein Roboter. Möglicherweise. Du hast keine Verbesserung in Sicht und das seit 15 langen Jahren. Ey, yo, Punchline, nur so Texte in den Battle zu kicken, das ist nicht wirklich akzeptabel. Und weil die hobbylosen Spasten früher Mobbing-Opfer waren, haben die angefangen, im Internet auf Vollidiot zu machen. Ey, die Birkler-Münzenberg-Connection, ja, das merkt doch jeder, dass der Name sich schon ganz alleine battle. Bitch, du wirst zerpflückt, Gegner bin ich bessere gewohnt, aber zum Glück hast du mit Julian den Erstelfer vor. Das ist ja echt miserabel. Damals noch machst du mit deinen Freunden Jackass, heute Rap-Tracks für Arme. Außerdem kannst du nicht mehr leugnen, dass du eine Schwuchtel bist, wenn du vor Bildern von halbnackten Typen deine Runde filmst. Wenn ich dir pfeife eine klebe, bleibst du weiterhin nur eine fette Qualle, die sich in einem Haifischbecken dreht. Ey yo, ich scheiß dir in dein Face und jetzt hab ich auch überhaupt keinen Bock mehr auf diesen behinderten Drecks missgeboten Beat irgendwas zu machen, Alter. Wer hat dir denn ins Gehirn geschissen? Fotze. Jeder gibt einen Fick auf den Rap und das seit 15 langen Jahren. Yo, ich vergewaltige die Bitch und das wird besser für dich. Hängst du das mal künftig an den Nagel? Denn deine Attitude ist Mist, keine Verbesserung in Sicht und das seit 15 langen Jahren. Ey yo, Punchline, nur so Texte in den Battle zu kicken, das ist nicht wirklich akzeptabel. Oh Mann, da haben die echt ein Auto aufgebrochen, aber wissen jetzt nicht, wie man das coachen muss. Ja, deswegen haben sie sich ja auch nur reingesetzt. Jo, genau, das war jetzt der letzte Part, da hat er irgendwie noch so ein bisschen Real Talk gebracht. Also ich muss sagen, ich habe die Runde stärker in Erinnerung, als sie eigentlich ist. Ja, mich begeistert er jetzt auch nicht wirklich was. Und in dem dritten Part halt, ja, diesen Real Talk, weiß ich nicht, wie... Beurteilen kann ich das jetzt nicht und das mit dem Namen ist das Einzige, was ich das wirklich werten kann, ohne Hintergrund zu kennen. Und ja, also Internet-Connection als Name zu nehmen. Ja gut, ja. Also jetzt im Nachhinein muss ich auch echt sagen, also vom objektiv gesehen ist Illflow, glaube ich, hier in dieser Runde der deutlich bessere. Ich kann mir Michael Dopes Runde etwas besser anhören. Wegen der Hook vielleicht auch, keine Ahnung, und wegen der Flow-Variation generell, aber ich muss schon sagen, jetzt wo ich sie mir nochmal genau angehört habe und auf den Text geachtet habe, der Text ist halt wirklich nicht so gut. Vielleicht, also technisch achte ich ja sowieso nie drauf, wie die Technik ist, aber die Punchlines sind halt sehr, sehr rar, also da hätte ein bisschen was mehr gehen können. Ja. Naja, okay.
Sehr stark. Willst du noch was sagen zu dem Battle, oder? Da ich keine Punkte vergeben muss, dann... Ich finde, beide Runden könnte ich mir wahrscheinlich auch so anhören und würde ich gerne mal im Radio hören. Das wäre schön. Eine Abwechslung, das aber ja. Cool, VBT-Runden im Radio. Jo. Ja. Ja, mach wahr, du kannst das bestimmt. Ja, genau. Ganz wahr, kommst ins Radio. Genau, genau. Ja, nee, wie gesagt, also ich denke mal, objektiv wird wahrscheinlich Ilfloh hier den Sieg holen. Naja, gut. Nächstes Battle. Jo.